Aber das ist eine feine Alternative und da groß ist wegen solchen Hafen. Wir sind jetzt unterwegs in dem kleinen Ort, in dem wir sind. Ja. Wie heißt denn der überhaupt, Dennis? Keine Ahnung. Schlimm. Zeig doch mal unser Marinaschild. Oder was heißt das nicht? Ach, weiß es, das heißt St. Carlis. Ja, das ist nämlich unser Schild. St. Carls. Dass wir in der Marina hier, jetzt hast du einen Finger drauf, nee, dass wir da auch immer reinkommen in die Marina. Und ja, hier ist Maskenpflicht. Auf der Straße auch. Die einen tragen sie, die anderen nicht. Genau. Wir tragen sie, wenn mehrere Menschen aufeinander kommen. Aber wenn wir jetzt einfach durch die Natur laufen, ja, oder ich morgens mit Mariachi gehe, da haben wir es jetzt nicht übertrieben. Ne? Das ist ein schöner kleiner Ort, ist St. Karls. Also man fühlt sich hier so richtig wie in Spanien. Sind wir auch in Spanien? Total geil, dieser Tapetenwechsel mal wieder, oder? Ja, wir müssen jetzt rechts abbiegen, weil wir gehen nämlich zum Supermarkt einkaufen. Jetzt hat sich der Dennis auch endlich mal hier rauslocken lassen. Weg vom Computer, ja, und vom Filmschnitt. Aber jetzt, glaube ich, ziehen wir unsere Masken auch langsam an. Jetzt treffen wir mehr und mehr Menschen hier. Ja, ja, der Dennis, der ist immer... Hey, adios. Ja, adios. Der ist immer nicht so leicht wegzukriegen, ne? Wenn du mal vorm Schreibtisch sitzt. Naja, ich meine, es ist halt die Dokumentation ist ja ein dauerhafter Job. Ne? Also es geht nicht nur um jetzt das Leben zu dokumentieren, ja, also die Reisen. Und jetzt schreibe ich ja gerade kein Buch. Gott sei Dank, weil das ist immer so, das ist die Champions League. Aber hier unterwegs zu sein, ja, ist immer schön. Jetzt da gibt es Orangenbäume, Zitronenbäume. Und wenn man sich vorstellt, jetzt ist jetzt gerade mal Anfang Januar. Ja, und wir haben jetzt zwei Jacken an, aber tagsüber hat es hier 20 Grad ungefähr und das ist Nordspanien. Ach, schau, wie süß. Hufeisen, da fällt das Glück hinein. Ja, die Kneipen sind teilweise leer, müssen aber da trotz allem kann man hier überall essen gehen. Ja, also, ist kein Thema. Aber jetzt ist Gott, hier schaut recht leer aus. Für der Dennis sitzt auf einem Birdie. Sag mal, wie kommst du zu einem Birdie in Spanien? Hey, das ist das legendäre Birdie von Riesen Müller. Ja, Freunde von uns, die hier den Katamaran haben, die wir jetzt besucht haben, Silvester, bei denen wir jetzt immer noch sind, die fahren, machen ihre Landausflüge zum Teil mit den Birdies. Und das ist eine geile Nummer. Da haben wir ja auch schon die eine oder andere tolle Erfahrung gemacht. Das ist ein wunderbares Klapprad, was sich total klein machen lässt. Und es passt eigentlich in jeden Kofferraum rein und genial auf so eine Yacht oder auf dem Boot oder auf dem auch, Schiff. Auch im Auto. Wir haben ja jetzt die großen Riese Müller Bikes dabei, unsere E-Bikes. Aber das ist eine feine Alternative und da groß ist wegen solchen Hafen. Und der Ayachi kommt mit? Der Ayachi kommt mit. Ayachi, ja. Machen wir mal einen kurzen Trip. Komm, Ayachi, fahren wir mal davor. Ah, Ayachi weiß auch noch, wie es geht. Prima, ihr zwei. Schaut schön aus. Tolles Rad. Super. Juhu. Und zurück bei der Terra angekommen. So, ein Tagesausflug. Macht Spaß, ne? Ja, ist geil. Das ist eine Achtgangschaltung, oder? Siebengang. Ja. Sieben? Ja, Siebengang hat sie. Wir haben gehört, es funktioniert sehr gut. Na, Achtgang. Achtgang. Ja, schön. Ja, geil. Jetzt haben wir es nach dem Sturm doch geschafft, hier auch nochmal die Marina zu verlassen. Ja. Und sind mit unseren Freunden beim Tapas essen. Ja, und das ist eine spanische, ja, also Nationalität. Das sollte der Reinhard erklären, oder? Auch der Reinhard kann erklären, was Tapas heißt, ja, genau. Also, das sind so. Der ist halber Spanier. So. Ja, ja. Heute sind Tapas kleine Gerichte, aber der Name kommt von Bierdeckel oder von Deckel. Tapas heißt Deckel. Weil man früher halt aufs Glas einen Deckel drauf getan hat, oben im Sommer,
wenn man draußen gesessen ist, damit keine Fliegen reingehen. Und dann hat man halt irgendwas draufgelegt, was man naschen konnte. Und ja, im Prinzip sind Tapas kleine Deckelchen, auf denen eine Kleinigkeit drauf liegt. Und heute sind es halt kleine Tellerchen, auf denen kleine Speisen drauf sind. Das ist die Geschichte zu Tapas, soweit ich sie kenne. Schön, und da warten wir mal, was hier noch so Tolles auf unseren Tisch kommt. Ja. Ja, wir haben hier unsere Fahrradgarage. Das ist natürlich der absolute Hammer. Die hat Bimobil für uns extra angefertigt. Das heißt, unsere tollen Super Delight, ja, mit zweimal Akkus, insgesamt 1000 Watt in dem Fall, haben wir hier geladen. Sicher, es sind sehr wertvolle Fahrräder. Die sind hier aus der Optik heraus, also nicht hinten auf einem Fahrradständer. Da ist es natürlich so, dass wenn man solche Räder sieht, die auch dann vielleicht haben möchte, insofern wollten wir, dass die nicht sichtbar sind. Na, ist halt auch eine sichere Verpackung, möchte ich dazu sagen, oder? Das ist natürlich auch klar fürs Wetter, Matsch und Regen, was auch immer. Das Ding ist, das hat zwei Seiten. Aber das Wichtigste für mich persönlich war die Sicherheit. Und da sind die sicher. Also da bricht jetzt auch keiner ein in das Fahrzeug. Das ist ein cooles Auto. Mit der Flex kommt man überall rein. Klar, man kann alles aufsprechen, alles aufflexen, aber das ist schon cool. Und hier haben wir noch unseren Anhänger, unseren Lastenanhänger, wo also unser Equipment drin ist, Kameraausrüstung, Drohne und alles, was wir so brauchen, Ersatzteile. In der Alutech-Box meinst du? In dieser Alutech-Box, wenn wir da länger unterwegs sind, ja. Auf ein Weber-Anhängergestell. Das ist da auch ein gebremster Anhänger, also ganz gute Geschichte, dass der hat eine Auflaufbremse, ja. Dass also der Anhänger gebremst wird und nicht am Fahrrad zu viel Schwer- oder Stellkräfte draufkommt. Aber das ist da alles hier hinten gut drin. Yogamatte, noch ein bisschen hier oben ein Rucksack, wenn wir einkaufen ja, gehen. Ja, und dann natürlich auch unser Rückenschutz. Rückenschutz, den wir haben hier von die Taschen Comfortel. Für den Lenker, alles das da, was man sieht. Und wir haben da jetzt ein Timelapse gedreht. Wir haben jetzt einmal ein Timelapse gedreht, damit ihr mal seht, wie das ist, wenn wir das ausladen. Das geht jetzt doch relativ flott. Und das Einladen auch, wenn man ein bisschen Routine hat, dann kann man das hier aufmachen, zack, rausnehmen und die Räder sind eigentlich fertig. Man braucht bloß einen Lenkerrad stellen und die Anhänger dran setzen, natürlich Satteltaschen dran machen. Aber das Gleiche ist, wenn wir ja auch in einem Hotel waren oder in einer Unterkunft irgendwo in Asien, dann war es immer so, dass man jetzt klar die Satteltaschen runtertragen muss, anklipsen muss. Das muss man weiterhin machen, logischerweise. Insofern eine feine Sache. Das haben wir jetzt im Laufe der Jahre ganz gut ausgeklügelt und ich denke, in meinem Augenblick ist es für uns die perfekte Situation. Aber schaut euch kurz das Timelapse an und dann seht ihr schon, wie schnell das geht. Ja, und wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns drunter unter das Video. Ja, und lasst mal auch, was sagst du? Ja, ein bisschen Liebe da lassen. Liebe da lassen? In Form von Likes und so. Ja, ja, genau. Freuen wir uns immer. Klar, ja, das ist die Bezahlung für unsere Arbeit. Für die Mühe. Für die Mühe, für die Videos, die wir machen. Die uns auch Freude bereitet. Ja, auf jeden Fall.
Hallo. Ja. Wir radeln jetzt hier gerade durch das Delta der Lepre. Vielleicht auch vollkommen falsch ausgesprochen. Aber es ist ein großes Naturschutzgebiet, ein Reisanbaugebiet. Ich glaube, das größte Reisanbaugebiet Europas. Und da gibt es auch Flamingos und der Yachi quietscht da hinten. Unser Anhänger freut sich tierisch über das Fahren. Hörst du die Flamingos antworten? Ja, genau. Und die sind da, mal schauen. Aber die sind ein bisschen weit weg zum Filmen. Ja. Aber man sieht sie. Aber wir haben hier wunderbares Wetter und es ist relativ, wie viel Grad wird es noch haben? Vielleicht 15 Grad gerade, blauer Himmel, ein Traum. Und jetzt schauen wir mal, erkunden wir hier mal die Gegend. Wunderschöne Flamingos, wo man hinsieht. Ein mega Traumanblick. Wir sind zurück in der Marina und hatten einen wunderschönen Tag. Ja, wir waren jetzt viel auf dem Schiff unserer Freunde und heute Abend laden wir mal unsere Freunde ein, dass sie ein bisschen auch Vanlife, Terra Love Life mitkriegen, wie es bei uns so ist. Immer spannend, wie es bei den anderen so aussieht. Dann haben wir ein bisschen was gekocht und freuen uns auf einen schönen Abend und tauschen Geschichten aus. Ja. Und ich bin sehr, sehr gerne morgens mit dem Ayachi unterwegs, natürlich auch nachmittags, um die Gegend zu erkunden und ihm Auslauf zu gönnen und mich an dem schönen Anblick zu erfreuen. Gemeinsam mit dir, ne, Ayachi, mein treuer Begleiter. Immer nebendran.